So, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Simons Kritisch mit Freunde. Wir haben das Thema nochmal Impfpflicht oder nicht. Bei Stern TV war gestern eine Umfrage. Da schauten wir jetzt rein, diesen Kanal zu abonnieren, dass du natürlich immer alle Infos hast, was natürlich an Sache ist. Ich würde sagen, wir schalten jetzt mal rein, was dann nämlich genau für ein Ergebnis rausgekommen ist. Und das ist sehr, sehr eindeutig. Obwohl 88.405 Menschen mitgemacht haben, sind Sie für die Impfpflicht ja oder nein, war gefragt. Und ich starte einfach mal das Ergebnis ab. Und es ist ein bisschen überraschend, denn es ist genau andersrum, als man das eigentlich kennt von den statistischen Umfragen aus der Zeitung der letzten Tage. Wir haben also. Heftig, oder? Also 61% der Menschen sagen, sind gegen die Impfpflicht, nur 38,8, drei sind dafür und immer wird so getan, ob alle für die Impfpflicht sind. Komisch, ne? Hier 38. 88% ja und 61,12 für nein. Jetzt muss man aber eins dazu sagen, es war die ersten 8 Minuten genau andersrum, die ersten knapp 27.000 Votes saß genau andersrum. Das ist durchaus denkbar und deswegen resetten wir einfach mal unsere Umfrage. Wir stellen auf 0 und fragen einfach noch. Also ihr seht eben halt, dass sogar das 65,8% dann da immer noch für Nein waren. Ihr könnt ja mal reinschauen, was ihr sagt, aber ich denke mal, jeder soll das halt auch wirklich selber entscheiden. Also diesen Kanal hier abonnieren und bis zum nächsten Mal. Bye bye.